Hallo zusammen, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich muss mal eben hier alles richten. ja, heute gibt es ein Get Ready to Me. Heißt das so? Get Ready to Me? Nein, Get Ready for Me. Get Ready with Me. Get Ready with Me. Genau. Und ja, ich möchte mich einfach schminken und ein bisschen mit euch quatschen. Oder das Thema, worüber ich mit euch quatschen möchte, ist Thema Facebook. Facebook ist für mich eine Plattform, eine ganz tolle Plattform. Ich liebe Facebook und, was heißt Liebe? Ja, Liebe ist ein starkes Wort, aber ich mag Facebook und einfach aus dem Grund, ich nutze übrigens jetzt einen Primer von Kika Verde. Das ist ein ganz toller Primer, den nutze ich wirklich sehr gerne, weil er einfach einen leichten Glow unter dem Make-up zaubert. Thema Facebook. Ja, ich mag Facebook einfach, weil Facebook eine ganz tolle Plattform ist, um Menschen kennenzulernen. Menschen, die deutschlandweit und weltweit sogar verstreut sind. Ja, ich bin sehr gerne auf Facebook und es ist auch eine Plattform, die die Möglichkeit bietet, viele Gleichgesinnte zu finden. Ja, also es gibt da viele Gruppen auf Facebook, die bieten einfach für jedes Problem eine Lösung. Oder ich habe zum Beispiel eine Lieblingsgruppe, das ist eine Outlander-Gruppe auf Facebook. Ich werde dieses Video auch auf Facebook einmal online stellen und in diesem Fall Susanne, falls du das siehst, deine Gruppe meine ich, die ist ganz toll. Und jeden Morgen, wenn ich mein Facebook anmache, dann begrüßt mich immer ein Post mit einem wunderschönen Bild, entweder von Jamie oder von Claire aus der Serie. Und dann steht da immer ein wunderschöner Text unten drunter. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Wir wünschen euch einen ganz tollen Tag und das versüßt einen dann auch den Morgen. Ja, und ich halte mich da wirklich sehr, sehr gerne auf, weil in dieser Gruppe einfach ganz liebe, nette Damen sind und Frauen jeden Alters. Und ja, ich mag das einfach total gerne. Genau. Und es ist wirklich eine ganz tolle Plattform, um neue Menschen kennenzulernen. Menschen, also ich bin eine Person, die sehr gerne auf Menschen zugeht, Menschen auch sehr gerne kontaktfreudig nennt man das. Ich bin sehr kontaktfreudig und ja, ich nutze jetzt hier dieses Perfect Tint Anti-Rötungstagescreme. Die nutze ich eigentlich täglich, weil sie einen ganz, ganz tollen Tint zaubert, einen natürlichen Tint und kaschiert dann auch alle Rötungen und so weiter. Das ist übrigens von Revival de Loup. Man lernt einfach neue Leute kennen. Ich bekomme sehr, sehr gerne Freundschaftsanfragen auf Facebook. Und ich verschicke auch gerne Freundschaftsanfragen, wenn mir ein Profil gefällt und diese Person wirklich super sympathisch herüberkommt, dann schicke ich ihr eine Freundschaftsanfrage. Warum nicht? Kann man miteinander so kommunizieren? Das ist das Tolle. Und es sind bei mir persönlich auch sehr viele Freundschaften entstanden. Facebook-Freundschaften, aber auch Freundschaften, die durch ein persönliches Treffen entstanden sind. Ja, und ich finde das ganz, ganz toll. Man muss aber auch die Schattenseiten natürlich erwähnen von Facebook. Es ist öffentlich, das heißt, wenn du dein Profil öffentlich hast, dann besteht natürlich auch die Gefahr, es laufen ganz, ganz viele Verrückte auf Facebook herum, Geistern herum, und da muss man einfach schauen, was man postet. Und bei mir ist es so, dass ich meine Kinder zum Beispiel nicht öffentlich poste oder eher unkenntlich abfotografiere von hinten, ne, oder ihr Gesicht unkenntlich mache. Und ich finde, das ist richtig, weil ich möchte meine Kinder nicht einfach so zeigen. Sie haben dann einfach kein Entscheidungsrecht. Was dazu noch zu sagen ist, ich bekomme auch Freundschaftsanfragen von Männern. Wobei ich mir denke, hallo? na, da bekommst du halt Nachrichten auch von Männern mit, keine Ahnung, mit Herzchen und Rosen und
bla, ne? Das finde ich nicht so tolle, weil ich bin, wenn man sich mein Profil anschaut, dann weiß man, dass ich eine verheiratete Frau bin und drei Kinder habe. Aber nun ja gut, man muss die ja nicht bestätigen. Aber trotzdem weiß man dann im Hinterkopf, dass diese Personen, wenn dein Profil öffentlich ist, auch dein Profil sehen. Ja, auch wenn du deren Freundschaftsanfrage nicht bestätigst. So, jetzt geht's weiter mit, was nutze ich? Puder. Und ich nutze immer noch mein Puder, was zwar Hitzepennen hat, aber, ja, mach mal so. Hitzepennen hat, aber einfach nicht leer gehen möchte. Das ist von Clinique, glaube ich. Nee, von Clarins nutze ich eigentlich täglich, aber es geht einfach nicht leer. Facebook ich auch, ist auch eine gute Plattform für Firmen, die sich mit ihrer Firma dort präsentieren wollen. Und das mache ich ja auch. Ich habe drei Seiten auf Facebook. Einmal ja, Mami Sauber für diesen Kanal. Dann habe ich Villa Daniela, das ist ein Ferienhaus, was wir haben in Kroatien. Und dann habe ich natürlich meine It Works Bodywork-Seite. Und dann haben wir natürlich mein persönliches Profil. Und ich finde, es ist auch eine gute Sache für Firmen, um auch vielleicht die Neuigkeiten, neuesten Neuigkeiten zu teilen oder auch ein bisschen persönlicher zu posten, mehr in Kontakt zum Kunden zu haben und so weiter. Was ich auch ganz besonders toll finde, ist, ich schalte mich mal eben dazwischen, das nutze ich dann auch jeden Tag. Das ist von Catrice eine Palette, eine Dreier-Kombo mit einem Highlighter, einem Blush und einem Bronzer oder einer Konturfarbe. Die nutze ich eigentlich auch täglich, aber hier erreiche ich kein Hitzepennen. Stars, genau. Das Thema Stars, was finde ich auch ganz, ganz toll, dass es Stars auf Facebook gibt, die ein offizielles Profil haben und gut, sei mal dahingestellt, dass sie selber posten. Ne, das ist jetzt die große Frage, aber man hat als Fan einfach das Gefühl, dem Star näher zu sein und es ist auch auf Instagram, nicht nur auf Facebook. Sehr interessant, was die Stars Privates posten. Also das sind so Einblicke, die man vor Facebook und vor Instagram nicht hatte. Was ich auch noch toll finde, ist, ich habe eine Dame, Frau kennengelernt. Sibylle, falls du das siehst, dann bist du gemeint. Und zwar habe ich gesehen, dass sie wunderschöne Ölgemälde malt. Und zwar dann zum Thema Outlander. Und das habe ich mir dann näher angeschaut und ich fand ihre Bilder ganz toll und ich habe ihr dann quasi zwei kleine Ölgemälde in Auftrag gegeben, habe ihr gesagt, welche Szenen ich gerne haben möchte und ich kann euch das mal eben zeigen. Ja, ich habe ihr gesagt, das und das möchte ich gerne haben. Und das hat sie dann auch prompt gemalt. Und sie hat mir immer zwischendurch berichtet, wo sie gerade ist, wo sie gerade steht mit dem Bild. Ja, wir sind jetzt hier im Schlafzimmer. Ist noch nicht aufgeräumt. Aber das sind jetzt die Bilder, ne? Das ist einmal die Szene mit hier das Haus von Jamie Lallybroch. Und dann haben wir hier die Szene mit ja, mit den Steinen und dem Sonnenaufgang, das habe ich mir auch gewünscht. Dann, das ist die Anfangsszene, wo dann die Druidinnen ihren Tanz aufführen. Ja, das ist jetzt alles nur Insiderwissen für alle Outlander-Fans. Genau, und solche Leute lerne ich auf Facebook kennen. Das finde ich super, super klasse. Ein Nachteil ist, man kriegt auch Freundschaftsanfragen von Damen oder auch Herren, nichts ahnend, ja, und ja, dann bestätigst du die Freundschaftsanfrage und prompt kriegst du dann eine Copy-and-Paste-Nachricht, wo drin steht, hey, möchtest du abnehmen? Ich habe hier ein super Programm und bist du glücklich und möchtest du glücklich werden und wie auch immer.
ja, sowas mag ich ja überhaupt nicht, weil das sind Netzwerkfirmen, Networkfirmen, die ihre Produkte an den Mann bringen wollen. Finde ich ja auch in Ordnung, weil ich bin ja auch Vertriebspartnerin bei It Works. Allerdings, also das ist nicht, ich finde, das ist kein Arbeiten auf persönlicher Ebene. Du kennst den Menschen doch gar nicht. Du musst den Menschen doch erstmal kennenlernen. Und ich meine, das reicht ja auch schon, wenn du in dein Profil schaust. Und dann wirst du schon sehen, dass ich für eine andere Netzwerkfirma arbeite, dass ich schon ein Produkt habe zum Bauchstraffen, dass ich schon abgenommen habe oder am Abnehmen bin und dass ich auch eigentlich sehr glücklich bin. das ist dieses, was auch diesen Beruf quasi ins Negative rückt. Ne? Also da werden alle Netzwerkfirmen über einen Kamm geschert und ich finde, das ist einfach rufschädigend und ist auch nicht meine Art zu arbeiten. Ja, genau. Weiter geht's im Programm. Ich habe jetzt Puder drauf, konturiert. Genau, was ich noch mache, ist einen Highlighter aufsetzen. Und zwar nutze ich den auch immer, schon seit langem, aber der wird nicht leer, von Revival de Loop. Das ist dieser Highlighter Blush. Den streiche ich mir dann über die Wangen und das zaubert dann auch einen wunderschönen Glow. Das sind alles Menschen, die ich kennenlernen durfte durch gemeinsame Interessen, durch Problembehandlungen, durch einfach durch Interesse der Person an sich. Und mich würde echt interessieren, was haltet ihr von Facebook? Macht ihr euer Profil öffentlich oder eher privat? Mich würde auch interessieren, wie viel Zeit verbringst du auf Facebook? Also ich bin sehr, sehr oft auf Facebook und einfach aus dem Grund, weil ich auf Facebook arbeite auch unter anderem und weil ich einfach mich für die Menschen interessiere, die da einfach ihr Leben posten auch, ne? Also jetzt im weitesten Sinne. Und Facebook muntert mich auf. Und nein, ich bin nicht Facebook-süchtig, weil ich kann auch hingehen und sagen, jetzt ist Schluss und aus und mach dann mein Handy aus und gut ist. Genau. Gibt es noch was zu sagen zum Thema Facebook? Ich glaube nicht. Genau, ja. Lasst mir gerne ein Feedback da. Mich würde das wirklich total interessieren. Und mich würde auch interessieren, habt ihr ein Facebook-Profil, dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir das unten in den Kommentaren schreiben und dann würde ich gerne mal schauen, wer ihr so seid. Ansonsten könnt ihr mich auf Facebook natürlich auch adden, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ich freue mich auf regen Austausch, vielleicht sehen wir uns auf Facebook wieder. Okay. Ja, ich werde jetzt mein anderes Video zu Ende schneiden und dann räume ich hier ein bisschen auf und dann mache ich mit meiner Arbeit weiter und verabschiede mich jetzt somit und wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis dann, tschüss!